Hallo an die Geräte zu Hause oder wo auch immer Sie diesen kleinen Clip sehen. Ich hoffe, da ist es schön, wo Sie sind. Hello, Alaaf, nach Halama. Norris Fasching. Wir haben fast nach Dienstag, 25. Februar. Wir haben 15.30 Uhr ungefähr, aber auch das weiß ich nicht, ob das stimmt, denn Sie sehen, das Bild hat sich hier geändert. Aber vorab, mein Name ist Christian Schlegel. Es geht in diesem Clip um den Dow. Das Bild hier hat sich geändert, weil ich es tatsächlich geschafft habe, meinen Computer, irgendwie den Chaos zu machen, und ich bin hier mit einer absoluten Notbesetzung. Ich nehme mal an, es liegt daran, dass ich Apple-User bin und eigentlich wollte ich noch mal einen Film machen über einen Apple-Put und irgendwie ist einer aus dem Grab gestiegen und hat gesagt, nö, das geht mal gar nicht, dann fetze ich ihm vorher die Geräte. Nein, Spaß beiseite, tatsächlich geht das nicht. Ich muss halt jetzt hier ganz erheblich tricksen und ich hoffe, das kommt einigermaßen rüber. Es geht hier um den Dow, der Dow liegt vor euch. Und das Problem, was der Dow hat, ist auf den ersten Blick zu sehen. Ich bin ja einer derjenigen, die sehr viel mit den Bollinger Bändern arbeiten. John kommt auch jetzt bald nach Deutschland. Ich glaube, am 25. oder 26. irgendwann ist er hier. Die Bänder gehen auf und wir schließen unterhalb des unteren Bandes. Das ist nicht schön. Das ist alles andere als schön. Ja, und zwar der einzige Vorteil, den der Markt hat, ist, dass eben halt hier so ein riesengroßes Gap ist. Ja, solche Gaps erholt er sich gerne mal wieder zurück. Aber im Prinzip ist das nicht schön. Wäre das langsamer gefallen und hätte dann, also hier zum Beispiel, hätte dann das Band hier gebrochen, hätte ich es als noch schlimmer erachtet. Wie dem auch sei, Sie sehen jetzt hier, jetzt müssen Sie auf der rechten Seite gucken, wo jetzt hier gleich diese horizontale Linie lang geht. Wir haben hier Unterstützung 27.330. Dann haben wir hier noch ein ganz altes Gap 27.485. Wir haben hier diesen Unterstützungsbereich 27.820. Also ich glaube jetzt nicht, dass der nochmal direkt 2000 Punkte verlieren muss. Wenn wir dem amerikanischen Präsidenten Glauben schenken dürfen, hat er Corona sowieso schon lange im Griff. Und außerdem, ich habe so gelacht, ich meine, der Typ, der bringt mich ja immer zum Lachen. Vorhin hat er irgendwo einen Spruch gebracht, wie von wegen, wenn ihr mich nicht wählt, dann gibt es einen Börsencrash oder irgendwie sowas in der Art, ja. Ich glaube, das kam über den Spiegel. Das ist so geil, ehrlich, das ist so geil. Meine Fresse, ehrlich. Ich stelle mir immer den kleinen Napoleon vor, wenn er morgens sich rasiert, wenn er sich überhaupt selbst rasiert, ja, und guckt dann in den Spiegel oder sowas. So stelle ich mir den Trump immer vor. Was bringe ich denn heute für einen Spruch? Es ist so genial. Also es ist schon sehr, sehr hoher Unterhaltungswert. Wie dem auch sei, kommen wir zurück. Also die Bänder gefallen mir nicht, aber dadurch, dass es so schnell geht, nehme ich es erstmal nur zur Kenntnis, wir sind hier drunter. Dann haben wir weiterhin ein negatives MACD, das muss ja auch, ja, hier sind sämtliche Trends und alles gebrochen, das muss ja heftig runtergehen, genauso wie eine bereits sehr tiefe, aber noch nicht stabilisierende Stochastik. Das ist immer noch nach unten gerichtet. Im Moment gibt es eigentlich keinen Grund zu kaufen, außer wenn man mal, wir gehen mal hier in den 4-Stunden-Bereich, wenn man mal sagt, okay, wir können vielleicht hier irgendwo mal eine kleine Bremse machen, weil wir haben vor drei Kerzen hier gehalten, wir haben jetzt hier gehalten. Im Moment sind wir bei 28.046 und aber positiver, also im Sinne von, ich probiere mal einen kleinen, wagemutigen Long, das wäre erst bei mir hier, da sind wir bei 28.326. Interessant ist auch, im 4-Stunden-Takt zu beobachten, was macht das Band? Im Moment geht es nur horizontal. Das ist für mich noch nicht nennenswert die Richtung ändern, muss man ganz klar sagen. Aber wir sind hier, aber das muss auch so sein, über die Stochastik sehr, sehr tief. Das MACD fängt schon an, sich zu stabilisieren. Deswegen macht es mich glauben, wenn ich das hier so sehe, dass wir nicht nennenswert weiter runtergehen. Also nennenswert ist für mich noch weitere 1000 Punkte. Aber man muss damit rechnen, dass wir hier nochmal so einen Bereich von 27.820 durchaus sehen können. So, jetzt habe ich gesagt, ich muss tricksen und ich hoffe, ich kriege das hier hin, denn ich habe Ihnen Scheine vorbereitet und ich muss das über diese Art und Weise machen. Gefällt mir nicht, aber ist leider so. Für diejenigen von Ihnen, die glauben, der Markt, der geht jetzt irgendwann mal hier hoch. Ja, also er wird jetzt hier mal irgendwo drehen, möchten aber nicht so nah dran sein, würde sich so etwas anbieten. Das ist ein 27.155er Call. Der liegt also unter der 200-Tage-Linie, liegt hier drunter. Die 200-Tage-Linie hat bei den Amis mehr Bedeutung als bei uns. Die gucken da mehr drauf. Das muss man einfach so sagen. Hier in Deutschland ist die zwar bekannt, aber ja, also in Amerika ist sie schlicht und ergreifend bekannter, sagen wir es mal so. Das ist von Goldman Sachs ein Open-End-Schein mit der Kennnummer GB50BA. Und für diejenigen,
jetzt, ich hatte gerade eben gesagt, dass wir, jetzt nehme ich das hier nochmal raus, dass wir vielleicht hier über die 4-Stunden-Linie, wenn wir hier drüber gehen, ein schnelleres Kaufsignal kriegen. Da gäbe es also diesen Schein hier. Das ist einer mit der Basis 27.888. Alle Leute, da sind wir hier. Das Ding hat einen Hebel von ungefähr 100 im Moment. Ja. Das ist also richtig fett. Ja, das muss man aufpassen. Da ist nichts mit irgendwie mal ein Rasenmähen zwischendurch. 27.888, 100er Hebel, ebenfalls von Goldman Sachs, ebenfalls ein Open-End-Schein mit der Kennnummer GB6MXY. Bitte warten, nicht gleich kaufen. Bitte warten, bis wir hier irgendwo drüber sind, bis da eine Bestätigung reinkommt. Schauen Sie auch mal in die Stunde rein. Oder bis wir hier über die Stochastik, über die 20 gehen. Das ist kein blinder Kauf, also wirklich nicht. Jetzt gehe ich mit Ihnen nochmal in den Tag rein und dann gucken wir uns mal den Put an. Ein Put, den zu finden, ist relativ einfach. Den nehme ich hier hinter der 20-Tage-Linie. Die 20-Tage-Linie wird auch heute noch weiterfallen, wird sich hier mit der 10-Tage-Linie, Entschuldigung, das ist die 10, das ist die 20-Tage-Linie, verbinden. Ich habe mich für den hier entschieden, 29.099. Da sind wir also hinter der 10-Tage-Linie. Ist auch ein Open-End-Schein von Goldman Sachs. In diesem Fall mit der Kennnummer GB8DXW. Solche Märkte haben die Angewohnheit, das werden Sie auch bei vielen Aktien sehen, dass die dann von unten mal so ein Bounce-Back machen, hier bis hier zum 20er gleitenden Durchschnitt. Aber nicht weiter, wirklich bis dahin. Da sammeln sich dann schon wieder Kräfte, die dagegen halten. Es ist ein super spannender Markt. Ja, wir haben Volatilität ohne Ende. Manche Werte sind extremst übertrieben. Also gerade diese ganzen Wasserstoffaktien, meine Güte. Enge Stops setzen, kleineres Size fahren und sich dann überraschen lassen. Und wenn man vorne liegt, die Position ruhig mal laufen lassen, aber den Stop nachziehen. Also habe ich das jetzt in den letzten 2-3 Tagen, Handelstagen gemacht. Das war eigentlich ganz gut. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.